Und einen wunderschönen guten Morgen und damit auch mal wieder recht herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen Minecraft Survival Let's Play. Heute sind wir schon bei Folge 19, wenn ich mich recht entsinne. Yo, es läuft ja mal richtig bei uns. Habe ich hier jetzt eigentlich einen Screenshot gemacht? Ich weiß es gar nicht für die letzte Folge. Naja, egal. Heute laufen wir auf jeden Fall zurück und begeben uns auf die Suche nach unserer alten Heimat. Da muss ich eigentlich gerade mal mein Handy anmachen und einmal auf die Bilder gucken von den Koordinaten. Dann holen wir eventuell die Schafe und dann bauen wir eventuell unser Haus fertig. Lasst mich kurz einmal meine Galerie öffnen, einmal entsperren, zack, hier und hier haben wir die Koordinaten, die lege ich mir jetzt einmal hier hin. Oh, voll professionell hier, yo! So, also, wir müssen zu 771, yo, da haben wir ja was vor. Dann zu 300 noch was, bedeutet irgendwo in diese Richtung. Und das sieht aber mal gut aus hier. Junge, Junge. Also mein Minecraft funktioniert heute mal wieder 1A. Wirklich richtig bombig. Dich kann ich aber schlagen. Und keine Ahnung, warum wir da so einen Bug drin haben. Aber ich will es mal nicht riskieren und reinspringen. Also wir müssen zu 771 und 323. Ja, dann mal viel Spaß, Johannes. Ne? Da kannst du ja ein bisschen laufen. Junge, Junge. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so weit von daheim entfernt sind. Aber hey, wir kriegen ein bisschen Wolle beisammen. Also von daher will ich mich mal nicht beschweren, ne? Ich bin gerade noch am Überlegen, ob wir noch Birkensetzlinge mitnehmen, aber haben wir ja daheim, also von daher ist das ja überhaupt kein Thema. So, hier entlang und dann müssen wir irgendwo in diese Richtung, ne? Ja. Und zwar ganz, ganz weit, 700 Blöcke. Muss keine Kleinigkeit, aber sollten wir in der Folge definitiv schaffen. Eventuell schaffen wir es sogar noch, die Schafe zu holen. Ja, sollte kein Thema werden. Ach ja, ich bräuchte eine Geschichte, die ich erzählen könnte. Was kann ich denn mal erzählen? Was habe ich denn heute gemacht? Heute hatte ich frei tatsächlich, obwohl wir Montag haben. Und eigentlich hätten wir Schule, aber jetzt war eine Zeugnisvergabe am Wochenende und mein Zeugnis war sogar ganz gut. Kann ich mich nicht beschweren. Und ja, deswegen haben wir heute halt Montag frei und da bin ich ganz froh drum. Allerdings wurde mir das Glück vermiest von meiner lieben Frau Mama, die meinte, ja, du kannst ja mal das Haus putzen, staubsaugen und so weiter. Ihr kennt das Problem sicherlich, wenn man bei den Eltern noch lebt und dann kommt sowas da an, ne? Und ich müsste eventuell mal was essen, weil ansonsten können wir hier nicht sprinten und dann kommen wir gar nicht heute an, ne? So, auf jeden Fall hieß es dann, ja, Bäder putzen hier, das hast du nicht gesehen und so weiter. Und ich so, wow, geil, ne? Ich weiß gar nicht, ich blende mal das hier kurz aus, weil ansonsten haben wir immer diese hässliche FPS-Anzeige und so da drin baumeln und das wollen wir ja nicht. Deswegen würde ich sagen, laufen wir einfach am Strand entlang und hoffen, dass wir da irgendwo dann da hinten rauskommen, ne? Auf jeden Fall, das war so mein Tag. Ich habe viel geputzt, viel gestaubsaugt, viel gewaschen und so weiter. War jetzt nicht sonderlich geil, wenn man das mal so sagen will, aber hey, muss halt auch mal sein. Und deswegen, naja, erfüllt einen dann auch mit so ein bisschen Freude, wenn man dann weiß, okay, man hat jetzt alles geschafft und man kann jetzt endlich was aufnehmen und was Cooles machen und was machen, was Spaß macht, etc. Eventuell baue ich mir sogar ein Boot, um dann einfach schneller in diese Richtung zu fahren. Das wäre eine Möglichkeit. Oh, wir sind sogar schon viel zu weit, ja, wir müssen eigentlich in diese Richtung. Ja, ich baue mir ein Boot, Leute. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt einfach mal ganz kurz. Wir blenden einmal kurz hier das Ding wieder aus und dann machen wir uns einfach mal ein Crafting Table. Also einmal hier den da und droppen wir mal ein bisschen Holz rein und dann machen wir einmal hier ein Crafting Table. Einmal so, einmal hierhin, einmal dorthin und dann machen wir einmal ein Boot. Eins sollte schicken. Ach, wisst ihr was? Wenn wir schon dabei sind, machen wir 4 Stück. Man kann ja nie genügend davon haben. Und dann auf geht's. Einmal kurz die Anzeige hier wieder an. Wir müssen irgendwo in diese Richtung dort. Okay, kriegen wir hin. Wir machen auf jeden Fall Meter. Das ist schon mal viel, viel wert. Und dann mal gucken, ob wir hier irgendwo zurechtkommen. Na, süße Insel da, ne? Ich könnte auch meine Chunk-Sichtweite ein bisschen höher stellen, aber keine Ahnung, ich finde das schick so. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Oh, ich glaube, da hinten der Ort kommt mir bekannt vor. Lass mal kurz hier so ein bisschen rumdrehen. Setz mal Segel, Jungs, volle in die Lappen. Okay, nein. Ich weiß gar nicht, kennt ihr noch die Sprüche aus Assassin's Creed Black Flag oder so? Oh, die haben so viel Bullshit gelabert. Ach, das war so schön. Ich weiß nicht, kennt jemand von euch das Spiel noch? Ja, wahrscheinlich kennen das noch einige. Und dann immer, wenn man mit seinem Schiff durch die Gegend gefahren ist und diese typischen Seemannsprüche kamen. Ach, irgendwie mochte ich das. Hat mich so in diese Kinderpiratenzeit zurückversetzt, wo man irgendwelche Piratenbücher gelesen hat und so. Das war cool. So, jetzt müssen wir im Prinzip nur noch da über den Berg und dann wären wir da. Einmal aussteigen. Hallo? Achso, mit Schiff macht man das ja jetzt heutzutage. Wie die coolen Kids, ne? Ja, das lassen wir einfach mal da stehen, würde ich sagen. Dann laufen wir einfach mal weiter in diese Richtung. Wir sollten hier nämlich ziemlich richtig sein. Ah, guck mal. Wunderbar, so schnell geht's dann doch. Cool, hätte ich nicht gedacht, dass wir so schnell da sind, aber hat anscheinend geklappt. Sehr schön. Wisst ihr was? Dann hole ich mir kurz ein bisschen Weizen und versuche mal unsere Schafe, die wir in der letzten Folge gefunden haben, heimzulocken. Eventuell gehe ich sogar zuerst schlafen und pflanze einmal ein paar Setzlinge an und dann haben wir es im Prinzip für die Folge. Ja, wunderbar. Also was heißt, wir haben es für die Folge, aber
Wir haben auf jeden Fall schon mal was geschafft. Das ist schon mal die Hauptsache, ne? Weil es gibt Folgen, ihr kennt mich, wo ich einfach nichts gebacken bekomme. Hm? Die gibt es. So, wo pflanze ich denn hier jetzt meinen Fichtenwald an? Ich habe hier viel zu wenig Platz. Ich brauche mal irgendwie ein bisschen Platz hier, um Fichten anzupflanzen. Wo machen wir das Ganze? Ja. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Aber wir haben auf jeden Fall 20 Fichtensetzlänge. Das sollte schon mal für ein bisschen Holz schicken. Dann reißen wir doch einfach mal ein paar Bäume hier nieder und hoffen, dass wir hier ein bisschen Platz für die Fichtensetzlinge bekommen. Gehen einmal schlafen, holen uns ein bisschen Weizen und dann machen wir uns wieder auf die Suche nach unseren Schafen. Eventuell bereite ich schon mal ein Gehege davor. Ich kann gerade nicht sprechen. Dafür vor, damit die Schafe, wenn wir sie dann hier haben, damit wir sie auch gleich in Gehege führen können. Ich denke, das sollte ja relativ praktisch sein. Oder in eine Weide, eine Umzäunung, einen Stall. Lasst euch was einfallen. Ich weiß nicht, was ist denn der korrekte Ausdruck dafür? Gehege? Gehege denke ich irgendwie immer an Zoo, aber irgendwie... Nee, Gehege ist es auf jeden Fall nicht. Stall wäre überdacht. Weide. Ja, Weide wäre es noch am ehesten, oder? Weil ich meine, es ist draußen, es ist umzäunt. Ich würde es als Weide bezeichnen. Oder wie würdet ihr das bezeichnen? So, bisschen Holz hier noch. Und ja, unsere Kühe haben sich auch schon wieder gut vermehrt. Ich glaube, die sollte ich auch mal wieder dezimieren. Sonst haben wir hier definitiv irgendwann Überpopulationsprobleme. Und das wollen wir ja nicht, ne? Ja, also fürs Erste holen wir uns da hinten mal ein bisschen Weizen und ja, das machen wir fürs Erste. Also, falsche Kiste. Einmal hier so ein Stack Weizen, das sollte ja definitiv schicken. Eigentlich hätte eins geschickt, aber sicher ist sicher, ne? Dann einmal hier die Tür zu, dann gehen wir einmal schlafen. Ja, ich denke, das ist ein ganz guter Plan. Also einmal hier durch, nicht an der Glasscheibe hängen bleiben, dann einmal hier hoch und einmal schlafen gehen. Tada! So schnell geht's. Oh, wo ist mein Handy hin? Mein Handy ist hier. Okay, gut. Einmal kurz wieder die Galerien sperren und zu welchen Koordinaten müssen wir denn? Ich denke, das hier waren die Schafkoordinaten, oder? Ja, das sieht nach Schafkoordinaten aus. 1000 und minus 46. Na, da haben wir auch noch eine gute Ecke zu laufen. Aber fürs Erste warten wir mal, dass dahin die Bäume despawnen oder die Blätter decayen. Gehen einmal hier durch, gehen einmal hier lang. Nehmen ein paar Setzlinge mit und dann würde ich sagen, vermehren wir erstmal unsere Kühe, schlachten die Kühe wieder ein bisschen und dann... Sollte das die Spawns werden, wir können ein paar Bäume anpflanzen und dann machen wir uns auf die Suche nach den Schafen. Ja, ich glaube, so klingt das ganz gut. Und ich komme hier nicht durch. Oh, einmal reinspringen. So, zack, fertig. Ja, doch. Durchaus, hier ist ein bisschen was los. So ein ganz kleines bisschen. Würdet ihr mich mal hier bitte durchlassen? Nicht? Okay, nein? Ah, wisst ihr was, dann machen wir das halt so. Schickt das? Können hier irgendwelche Kühe sterben, bitte? Dankeschön. Oh, da hinten ist was gestorben. Ja, doch, durchaus. So langsam funktioniert das. Und ich habe das mit dem Critner auch raus, wie das funktioniert. Weil irgendwie haben sie das ja mal abgeändert. Also von daher, ne? Ihr kennt mich. Ich bin da nicht mehr so ganz der Profi in Minecraft. Ach so, ich block ja mit dem Schild gleichzeitig. Das ist das Thema, oder? Deswegen komme ich hier nicht voran. So, ja, sonst funktioniert das. Naja, so halbwegs zumindest. Ein paar Mal Liebe machen hier noch, okay. Und dann können wir hier wieder ein paar Kühe schlachten. Einmal du, einmal du, einmal du. Hier überall ein paar Kühe weg. Ach, man erkennt so herrlich wenig auf dem Video. Es ist toll. So, wie viel Leder haben wir denn? 19 Leder. Naja, das können aber mehr sein, oder? So, Kühefarm ist tatsächlich echt eine langwierige Angelegenheit, bis man so einen Verzauberungsraum beisammen hat. Junge, Junge. Also nicht schlecht. So, komm, hier, ihr geht noch ein paar Mal dabei drauf und dann wär's das im Prinzip, oder? Ja, dann mal gucken, ob hier noch irgendwelche Liebe machen können. Ja, hier können noch ganz viele Liebe machen, damit unsere Population auch bei Stange bleibt, ne? Und dann versuche ich mich hier irgendwie mal rauszudrücken. Einmal hier entlang und dann einmal zack, raus. Perfekt, cool. Die Bäume verschwinden so langsam, sehr schön, so will ich das auch sehen. Und dann können wir ja gleich mal ein paar Setzlinge hier anpflanzen. Wunderbar. Einmal du hier hin, einmal 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 hier hin. Wir brauchen ja erstmal nur ein paar, damit wir die Wand von unserem Haus fertig machen können. Und wir haben ziemlich viel Wald hier um unsere Bude drumherum. Das möchte ich mal so anmerken, aber hey, komm vor, ne? So, einmal hier sortieren und dann machen wir hier oben mal unsere Holztruhe hin, ha? Einmal hier Holz hin und dann nehme ich alles Holz, was wir hier sonst noch so rumfliegen haben. Das Holz und hier unten sollten wir auch noch ganz viel Holz haben. Ja, in der Tat. Und das packe ich einfach mal alles hier oben hin und dann haben wir schon mal so ein bisschen eine kleine Ordnung drin. Nicht viel, aber zumindest so ein bisschen mehr als sonst, ne? So, wisst ihr was, dann können wir das hier eigentlich auch schon mal hier reinpacken, ne? Einmal sortieren. Perfekt, dankeschön. Haben wir noch Holz. Du bist Holz, du bist Holz, du bist Holz, du bist Holz. Ah, guck mal, wir haben sogar noch Eichenholzzäune. Das ist natürlich super praktisch. Dann können wir gleich so ein ganz kleines Gehege machen. Und ja, wisst ihr was, das machen wir, wenn die Schafe da sind. Ja, so machen wir das. Und Leder könnte ich hier auch noch reinpacken. Äpfel brauchen wir nicht. Den Weizen behalte ich mal. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht.
Ja, komm, auf geht's. Wir holen jetzt einmal ganz kurz die Kühe. Ich habe schon wieder vergessen, wo sie waren. Ich glaube, sie waren bei 1000 und minus 46. Irgendwie sowas in die Richtung sollte das gewesen sein. Also einmal in die Richtung und dann in diese Richtung. Ja. So, was habe ich jetzt die Boote weggepackt? Nee, eins habe ich noch. Haha, sehr cool. Das brauchen wir nämlich jetzt einmal. Einmal so und dann kann es losgehen. Ich hoffe, da hinten kommen wir durch. Ich weiß es gar nicht mehr. Kommen wir hier durch? Ja, wir kommen hier durch, oder? Ja, wunderbar. Bisschen vorsichtig und dann schaffen wir das schon. Okay, weiter kommen wir aber nicht. Kann ich dich abbauen oder geht das nicht? Ja, geht. Wunderbar. Sehr cool. So, also bei 1000 minus noch was. Müssen wir im Prinzip in diese Richtung gehen und dann ein bisschen nach da. Sollten wir hinbekommen. Oh, Leute, da haben wir aber trotzdem einen weiten Weg vor uns. Junge, Junge. Wir gehen auf jedenfalls gerade in die Z-Richtung. Das ist schon mal sehr gut. Dann müssen wir nur noch in die Tausender-Richtung. Die sollte in diese Richtung sein. Gehen und dann haben wir es irgendwann. Jo, das ist echt ein langer Weg. Hätte ich nicht gedacht, aber die Schafe sind es, denke ich, wert. Weil, wie gesagt, die brauchen wir für Wolle und so weiter und so fort. Hier war das irgendwo, oder? Ja, noch ein bisschen weiter war es, glaube ich. Muss es ja. In welche Richtung gehe ich eigentlich gerade? Okay, ich gehe immer noch in die Minusrichtung. Alter, waren die weit entfernt. Gab es keine näheren Schafe? Och, schade. Aber ich habe echt keine gesehen. Also von daher müssen wir wohl oder übel die nehmen, die wir da gesehen haben. Und das waren auch die nächsten, die ich gesehen habe. Insofern die Koordinaten stimmen, haben wir auf jeden Fall was zu tun. So, bei 1000 sind wir fast. Müssen wir noch ein bisschen in diese Richtung gehen. Also da hinten irgendwo, so sollte das sein. Oh, es könnte hinkommen. Ich erinnere mich, da war irgendwas. Naja, so weit ist es jetzt auch nicht entfernt. Aber trotzdem, man muss gut laufen. Oh, guck mal, hier liegt ein Samen rum. Einfach mal so. Kann man mal machen. Ne? So, und da hinten war irgendwo so ein Felsüberhang und da sprangen diese Schafe rum, oder? Irgendwie so war das, gell? Ja, ich glaube. Genau, da war diese Blumenwiese und da waren auch irgendwo Schafe. Cool. Ja, ich glaube, jetzt brauche ich F3 erstmal nicht mehr. Dann baumelt das uns auch nicht in der Sicht rum. Und dann müssen wir nur noch schauen, wie wir die Schafe heimbekommen. Man bräuchte irgendwie so ein Floß, was man bauen könnte, womit man fahren könnte, wo man Schafe draufpacken kann. Aber es geht leider nicht, ne? Das wäre echt eine coole Idee für ein Mod oder so. Gibt es sicherlich, aber momentan weiß ich davon nicht viel. Guck mal, 3 Schafe. Ist nicht viel, aber ist ein bisschen was. Also kommt mal her hier. Ihr könnt auch mal bitte herkommen. Hallo, dankeschön, sehr schön. So, kommt mal mit mir. Wir müssen einmal heim. Hallo, bitteschön, dankeschön, würdet ihr? Ja, gut. Also, einmal herkommen, du da hinten bitte auch. 3 Schafe sind mehr als 2, also nehmen wir alle 3 mit, ne? So, einmal hier entlang. Kommt mal mit. Alter. Hat mich das Schaf schon wieder verlassen? Na, das kann was werden, Leute. Würdest du bitte mal aufhören, die Wand anzugucken? Ich glaube, das gibt's Thumbnail. Hallo? Könntest du bitte einmal mitkommen? Nicht? Okay. So, jetzt aber. Jetzt haben die anderen Interesse verloren, oder? Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wie soll denn das möglich sein, die alle nach Hause zu bringen? Ich glaube, ich bringe nur 2 nach Hause oder so und vermehre die dann, bis es Tote gibt. Würdet ihr? Hallo? Dankeschön? Bitte. Ha, sehr schön. So. Jetzt müssen wir nur die hier irgendwie hochbekommen. Nein? Oh. Okay, dann bleibst du halt da hinten stehen, Schaf. Sehe ich nicht ein. Wenn ich 2 mitkriege, schickt mir das vollkommen. Aber 2 müssen mitkommen. 1 schickt halt nicht, ne? So. Einmal hier rüber. Oh, das wird ein Spaß, die durchs Wasser zu bekommen. Ach du Schande. Ha! ja. Wird interessant, wenn man es mal so ausdrücken will. Aber ich bin mir sicher, wir schaffen das irgendwie in dieser Folge. Ich weiß gar nicht, ich guck mal kurz auf die Uhr. Oh, wir haben nur noch 6 Minuten. Also laut meiner Uhr. Das ist natürlich gar nicht mal so viel. Aber ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin. Also komm mal her. Einmal hier durchs Wasser. Okay. Sind schon mal beide im Wasser. Sehr schön. Ach, sind die cute. Ich glaube, davon mache ich nochmal ein Thumbnail. Ja, das ist ein schönes Bild. Und jetzt hören sie beide auf, mir zu folgen. Ey, das gibt's nicht. Okay, dann nutze ich die Zeit, um mal was zu essen. Das eine läuft weg. Ey, nicht weglaufen. Hallo. Bitte einmal herkommen. Dankeschön. Du auch? Ah, ihr folgt mir beide wieder. Sehr schön. Ab und zu muss man einfach so ein bisschen Auszeit nehmen. Ja. Das könnte dauern, Leute. Stellt euch da auf eine gewisse Zeit ein, dass wir... ja. Aber immerhin haben wir eine schöne Blumenwiese im Hintergrund, ne? Hat ja auch was für sich. Oh, wie weit ist das noch? Naja. Es dauert noch eine Ecke. Vor allen Dingen, die sind halt auch echt nicht die schnellsten Schwimmer. Wir brauchen ein paar Namen für die. Oh, Namen wären cool. Ich würde denen voll gern Namen geben.
Wir müssten echt mal irgendwie ein paar Tieren von uns Namen geben. Das wäre eine coole Idee. Aber ich weiß gar nicht, dafür brauchen wir Name-Tags, gell? Und die muss man dann im Amboss benennen. Und ja, wir haben im Moment keine Name-Tags. Ich weiß gar nicht, konnte man die craften? Ich glaube, die konnte man gar nicht craften. Das ging nur bei irgendwelchen Mods. Ansonsten musste man die finden. Das ist natürlich echt dumm. Ja, das eine Schaf hat wieder Interesse verloren. Alter, das gibt's doch nicht. Einmal kurz hier wegwechseln und dann folgt ihr mir bitte einmal. Nö, okay, kein Interesse. Ey, wenn ihr jetzt wegschwimmt, ne? Okay, gut, sehr schön. Da sind sie wieder getriggert und dann kommt einmal her. Wir haben es gleich geschafft, dann müsst ihr nicht mehr schwimmen. Naja, nur noch ein bisschen, eventuell. Oh, yo, dauert das lange. Also ich kann es euch nicht verübeln, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich skippe jetzt einfach ein Video vor. Das würde ich euch auch raten, weil mein Commentary wird jetzt nicht das Beste sein, wie ich den Schafen zugucke, wie sie mir hinterher schwimmen. Aber ich schwöre euch, wenn die jetzt im Wasser da Interesse verlieren und einfach wieder umdrehen, dann drehe ich durch. Dann schrote ich hier meinen Bildschirm klein. Irgendwie sowas in die Richtung. Ey, das Schaf da hinten, ne? Würdest du bitte herschwimmen? Also es guckt mich immer noch so an, als ob es hinter mir herschwimmt. Aber ich weiß nicht, ob es hinter mir herschwimmt. Ja, doch, es schwimmt hinter mir her. So, dann kommt mal beide an Land. Vor allen Dingen, das wird halt auch noch Nacht, ne? Bis wir die daheim haben. Vielleicht wird es auch schon ein zweites Mal Nacht. Hallo, Schaf? Würdest du bitte dich fortbewegen? Dankeschön. Jetzt bewegst du dich, oder? Ja, ich glaube, jetzt bewegst du dich. Ah, oh, Gott sei Dank. Meine Herren, was für eine Geburt. Schwimmt das da einfach im Wasser rum und denkt sich so, nö, kein Bock. Ach, Leute, kommt mal her hier. So. Ey, sag mal, jetzt gib aber mal Gas hier. Sieh zu, dass du an Land kommst. Das andere Schaf, nimm dir mal ein Beispiel an ihm hier. Oder an ihr hier. Das ist ein braves Schaf. Du folgst mir. Aber das andere ist irgendwie so ein bisschen verpeilt. Habe ich so das Gefühl. Naja. Die Blumen in 3D sehen voll cool aus. Die gefallen mir richtig gut. Ich bin echt mal gespannt, wie das bei Nacht mit den Monstern wird. Das wird echt wenig spaßig, wenn man das mal so ausdrücken will. Ja, vor allen Dingen, es wird halt gleich Nacht, ne? Ich weiß nicht, wo ich lang gelaufen bin, aber irgendwo da hinten wird das schon so sein, ne? Wir müssen, ich guck mal kurz, zu 700 und 300 oder so. Oh, Leute, ist das ein langer Weg, ne? Wisst ihr Bescheid? Ich bin echt mal gespannt, wie wir das schaffen. Komisch, die Kühe folgen mir jetzt nicht. Naja, ist auch erstmal nicht so wichtig. Ich denke, Kühe haben wir ja genügend. Hauptsache, wir kriegen die Schafe irgendwie heil nach Hause. Ein Creeper wäre echt mies. Wenn der die in die Luft jagt, da wäre ich Minecraft doch dezent böse. Okay, bis jetzt folgen sie gut. Sehr schön. Einmal herkommen, immer mit. Und dann gehen wir einfach mal in diese Richtung und hoffen, dass wir irgendwann ankommen. Ey, nee, ist jetzt nicht dein Ernst. Mach jetzt nicht schlapp. Los, beweg dich. Auf geht's. Weißt du, das andere Schaf hört. Perfekt. Aber du? Kein Bock, oder? Hast du echt chillst dein Leben? Kein Bock, ne? Dachte ich mir. So, einmal kurz den Weizen wegnehmen und dann, du bist wieder getriggert, jetzt bist du nicht getriggert, das gibt's nicht. Oder? Nö. Guckst mich an und denkst dir so, nö, fuck this. Alter, sind diese Schafe anstrengend. Ja, genau, lauf halt einfach weg. Was soll denn das? Komm, jetzt her, dankeschön, perfekt, so. Jetzt aber auf geht's hier. Los, los, Leute. Wie kriechen die jetzt an den Bäumen hier vorbei? Das wird auch schon wieder so eine Geschichte. Nicht cool. Einmal hier entlang. Ich weiß auch gar nicht, ob ich in die richtige Richtung laufe. Ich nehme es einfach mal an und ich hoffe es. Ich kann es euch nicht sagen, obwohl dieser Fluss kommt mir durchaus bekannt vor. Irgendwann war ich hier schon mal. Hat das Schaf wieder Interesse verloren? Alter, ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Könntet ihr bitte... Hallo? Du? Da? Okay, jetzt einmal. Jetzt hörst du wieder, aber du hörst nicht, ne? War ja mal wieder klar. Ja. Bitte einmal herkommen. Alter, wie anstrengend die sind. Warum haben die denn vorhin so gut auf mich gehört? Ich verstehe es nicht. Und jetzt nur noch so Bullshit. Hallo, bitte einmal. Dankeschön. Nee, oder? Doch, jetzt hörst du wieder auf mich. Hörst du? Folgst du mir? Du folgst mir nicht, oder? Doch, du folgst mir. Oh, Gott sei Dank. Ich habe noch keine Monster gesehen. Also ich will mich jetzt nicht beschweren, aber ich wundere mich halt. Ich habe irgendwie das Gefühl, die treffen mich dann irgendwie hinterrücks oder so. Ach, ist das anstrengend. Guck mal, da hinten läuft schon ein Skelett rum, ne? Weißt du Bescheid. Und die Folge ist im Prinzip gleich rum. Das ist natürlich echt dumm. Da müssen wir zwei Folgen draus machen, wie wir die Schafe nach Hause bringen. Alter, das kannst du doch keinem erzählen. Und was hast du die zwei Folgen gemacht? Ja, ich habe Schafe nach Hause gebracht, ne? Ey, ich wette, das schon wieder das Kackschaf, was nie Bock hat. Ich sterb gleich. Ach komm, jetzt beweg dich doch bitte. Wenn das Schaf wieder Bock hat, hat das Schaf keinen Bock mehr. Nee, okay, jetzt hören sie beide auf mich. Sehr schön. Sie folgen mir beide. Schon mal eine coole Geschichte. Einmal kurz auf F3 gucken. Wir sind auch... Naja, also bald da will ich jetzt nicht sagen, aber wir kommen schon mal in die Nähe. So, jetzt hat kein Schaf mehr Bock auf mich. Okay, auch mal eine Geschichte. Kann man mal machen.
bin ich froh, dass ich nicht alle drei Schafe mitschleppen wollte, ne? Das macht schon mal wesentlich einfach. Okay, eins kommt schon mal. Nee, nicht? Okay. So, jetzt aber, oder? Nö. Jetzt hörst du und jetzt hörst du nicht mehr. Ey, wir haben es nur einen Berg hoch geschafft. Wir haben es nur einen Berg hoch geschafft. Und schon haben sie keinen Bock mehr. Alter, ich dreh gleich durch. Ja, genau. Fress, Alter, erstmal ein bisschen Gras, ne? Chill dein Leben. Ah, guck mal. Wen haben wir denn hier? Das macht es jetzt halt auch nochmal eine Ecke schwieriger. Okay, da unten ist schon mal ein Creeper. Dem wollte ich mich jetzt nicht anlegen. Aber du musst halt leider mal sterben, ne? Ist der Creeper getriggert? Ja, natürlich ist er getriggert. Ja, dann geh mal da in die Luft, bitte. Nicht bei meinen Schafen. War das bei meinen Schafen? Nein, es war nicht bei meinen Schafen. Okay, komm, auf geht's weiter. Los, 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 los. Auf geht's. Seid ihr beide? Ja, ihr seid beide. Sehr schön. Okay, einmal hier lang. Auf geht's. Ich habe ein gutes Gefühl jetzt. Okay, da hinten ist ein Zombie. Ich weiß nicht, wie wir an dem vorbeikommen, aber irgendwie müssen wir das schaffen. Und da hinten ist ein Creeper. Das ist natürlich uncool. Komm, wir gehen einmal hier lang und versuchen uns an dem Creeper vorbei zu sneaken. Wenn die jetzt hier reinfallen, dann bin ich echt böse. Okay, Spinne. Spinne ist uncool. Wie mache ich dich jetzt glatt, ohne dass ich die Schafe treffe? Alter. Katastrophe hier. So, jetzt habt ihr natürlich keinen Bock mehr. Oh. Und da kommt noch so ein komischer Zombie an. Den kann man auch heilen und dann wird das ein Villager, oder? Irgendwie sowas war da doch. So, ihr folgt mir beide? Cool. Auf geht's, hier einmal entlang. Die Folge wird jetzt ein bisschen länger, aber ich hoffe, dass ich zumindest beide Schafe noch ansatzweise in unsere Heimat bekomme. Wo gehen wir mal lang? Okay, wir nehmen definitiv den Zombie und nicht den Creeper. Ist der Creeper auch getriggert? Nee, der Creeper ist nicht getriggert. Okay, und die Schafe haben keinen Bock mehr, dann kann ich einfach kurz den Zombie umbringen und dann haben wir damit kein Problem. Okay, jetzt kommt der Creeper an. Na toll. Ach, das gibt's doch gar nicht. Was soll denn das? Und dahin ist noch eine Spinne und dahin ist noch ein Creeper. Alter. Hier ist aber echt Party, ne? Bitte da nicht hochgehen. Oh oh. Oh oh. Oh oh, Leute. Nicht gut. Mal so gar nicht gut. Was hier gerade abgeht. Okay, da ist unser eines Schaf. Jetzt sehe ich mein anderes Schaf nicht mehr. Die verteilen sich halt jetzt auch, ne? Alter, das wird echt uncool hier, Leute. Wenn ihr mal bitte sterben könntet, wäre ich euch schon mal sehr verbunden. So, dich haben wir. Okay, jetzt nur noch dich. Du warst irgendwie verglitscht. Naja, habe ich jetzt mal kein Problem mit. Und jetzt muss ich meine Schafe wieder einsammeln. Warte. Hier sind zwei Schafe. Hä? Warte. Bin ich gerade blöd? Ich habe gerade irgendwie zwei Schafe gesehen. Ja, hier sind zwei Schafe. So, du einmal herkommen. Du einmal herkommen. Ich habe da vorne doch noch ein Schaf gesehen, oder? Bin ich jetzt total verpeilt? Ey, komm. Das kannst du mir jetzt nicht antun. Oh, diese Schafe. Ey, los, komm. Bewegt euren Arsch. Bitte. Mir zuliebe. Ja, lauf halt weg. Okay, gut. Du bist schon mal getriggert und du. Jetzt komm, auf geht's. Gibt es da einen Mod, damit das besser funktioniert irgendwie? Wäre ich euch echt sehr verbunden, wenn ihr mir da einen Tipp geben könnt oder so. Ja, okay, von mir aus lasse ich mich auch von dem Skelett abschießen, wenn die Schafe wenigstens mitkommen würden. Aber das tun sie ja nicht. Oh, Katastrophe. Oh, 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 Creeper. Uncoole Geschichte. Vielleicht sollte ich mal Fackeln in die Hand nehmen. Na, viel zu einfach. Okay. Schafe laufen mal in die richtige Richtung. Das finde ich schon mal cool. So, das Skelett hat schon mal den... Okay, ja. Greift euch mal an. Macht mal. Ihr schafft das schon. So, ihr kommt einfach kurz mit. Wenn die sich dahin angreifen... Okay, nee, jetzt greift es wieder mich an. Alter. Ich fasse es nicht. Wenn das jetzt meine Schafe abschießt, ne? Dann bin ich echt wütend. So, bis jetzt laufen sie noch hinter mir her. Jetzt immer noch eins. Okay. Ja, beide, 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 beide. Jetzt muss ich das Skelett wegbekommen. Nein! Oh, du kleiner Hurensohn, Alter. Das gibt's nicht. Oh, nee. Oh, Mann. Ey, ich fang gleich wirklich original an zu weinen. Das gibt's gar nicht. Oh, Mann. Nee. Okay, ich hab keinen Bock mehr auf Minecraft. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Leute, wenn es euch gefallen hat, wie ich hier total durchdrehe, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn ihr neu dazu gekommen seid, schaut auf meinem Kanal vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Leute, bis dahin, baut fleißig weiter. Ciao und haut da rein. Alter, ich drehe gleich durch.